Shalom Aleichem, Sie wissen, dass es waren Zwillingbrüder, Jakob und Esav. Als Jakob und Esav waren Kinder, Babys, sie waren beide gut. Beide gute Babys, beide gute Kinder. Sie haben gegessen und geschlafen und gemacht Patschi Patschi Händele und gegeben. Normale Kinder, alles okay. Und dann die Tora erzählt uns, Vaigdelu Anearim. Und dann die Knaben sind gewachsen. Esav war ein Jäger im Feld. Und Jakob war Ishtam, ein guter Mensch, der sitzt zu Hause im Zelt. Also die Tora will uns beschreiben, wie die beiden sind so unterschiedlich. Jakob sitzt zu Hause und lernt im Zelt. Und Esav ist draußen, er ist im Feld. Das ist alles. Das ist eine Beschreibung von einem Mensch. Wo befindet er? Eine befindet sich im Zelt und eine befindet sich im Feld. Sie wissen, Kinder, wenn ein Kind lernt nicht in die Schule, sagt man, der läuft rum die ganze Zeit, der macht nichts. Auch wenn ich sehe meine Kinder, wenn sie liegen im Bett oder ich sage, sitz am Tisch, lerne wie ein Mensch. Richtig. Also lernen ist wichtig, wo man lernt, wie ist die Körpersprache vom Lernen, wie ist die Seriosität. Aber wieso die Tora sagt uns, dass Jakob ist im Zelt und Esav, wo ist Esav? Auf dem Feld. Auf dem Feld. Das ist wichtig. Um das zu verstehen, werden wir heute lernen eine sehr interessante Sache. Es gibt eine Mitzwa. Diese Mitzwa heißt Shelol Lishbor Etzem min HaPesach. Schauen Sie bitte in Sefer HaChinuch. Keinen Knochen des Pesach-Opfers zu brechen. Vielleicht eine kurze Einführung zu dieser Mitzwa. Diese Mitzwa ist im zweiten Buch Moshe, in Sefer Shmot. Als das jüdische Volk gehen raus von Mitzrayim, bekommen sie von Gott ein Gebot, Opfer von Pesach zu opfern. Aber wenn sie essen, diesen Fleisch, diesen Lamm, es ist verboten zu brechen die Knochen. Das heißt, wenn einer will essen das Fleisch, soll er essen normal, elegant, wie sich gehört, ohne die Knochen zu brechen oder zu lutschen oder zu schmuschken. Habt ihr gesehen, manche Leute, wenn sie nehmen so Knochen, sie brechen da, sie spielen damit. Habt ihr schon mal gegrillt? Wenn man grillt, manchmal nimmt man so die Knochen und man spielt. Nein, beim Korban Pesach, es ist verboten, Knochen zu brechen. Wir werden jetzt lernen die Erklärung, aber ich will sagen, von wem ist die Erklärung. Im 12. Jahrhundert war ein hochbegabter Rabbi Kommentar in Barcelona, in Spanien. Und er schreibt ein Buch über alle 613 Gebote und Verbote. Und sein Name ist anonym. Ich, Mibet Levi, Barceloni. Also ich bin ein Levi, ein Yehudi Levi aus Barcelona. Man weiß nicht, wer ist der Mensch. Wo wohnt er? Wo lernt er? Wer ist ein Schüler? Aber der ist ein Genie von Torah. Der kann alle Mitzvot genau erklären, die Argument, dem Grund, dem Zweck, dem Geschmack, warum hat uns Gott diesen Gebot gegeben. Später waren viele Forscher und durch seine Beschreibung hat man vermutet, das ist ein Rabbi, der ist Rabbi Aaron Alevi von Barcelona. Der hat gelebt im 12. Jahrhundert und man sieht bei ihm Spuren von Nachmanides und von anderen Gedanken von Spanien. Aber man weiß nur eins, sein Beruf war ein Lehrer für Knaben. Was ist Lehrer für Knaben? Es gibt Lehrer für kleine Kinder. Es gibt Lehrer für erwachsene Leute. Und es gibt Lehrer für Knaben. Was haben wir gesagt früher? Dass Jakob und Esav sind beide Knaben, sind beide Jugendlichen oder wie man sagt Teenagers. Teenies.
Was ist ein Teenager? Teenager ist einer, der versteht nicht die Welt. In seinem Körper beginnt er erwachsen zu sein. In seiner Seele ist er noch kindisch. Man erwartet von ihm, Verantwortung zu übernehmen, aber man verwöhnt ihn und besorgt ihn noch wie ein Kind. Er ist in einem Bruch zwischen kompletten abhängiger Kind und zwischen kompletter selbstständiger Erwachsen. Und diese Zeit von Knaben ist keine leichte Sache. Und ein Beweis, die Knaben schließen sich sehr oft in Zimmer. Und eine von den Gesetzen, beim Pesachabend diese Mahlzeit zu essen, steht geschrieben, dass alle müssen das essen wo? In ein Zimmer, genau, in Wohnzimmer. Man darf nicht nehmen das Essen in andere Raum. Manchmal Kinder nehmen ihre Portion und gehen in ihren Raum und sie essen. Was sie machen im Raum, sie wollen nicht, soll man wissen, dass die sind versteckte Tzadikim. Sie wollen ihre Gebete zu Gott alleine machen, soll niemand stören. Aber man sieht, dass Rabbi Aaron Halevi von Barcelona ist ein Lehrer für Knaben. Und deshalb haben wir begonnen mit einer Frage. Wieso definiert die Torah Jakob als einer, der wohnt in Zelt und Esau als einer, der wohnt in auf dem Feld? Gut, sei so lieb und beginn langsam, laut und deutlich zu lesen. Wir dürfen keine Knochen des Pesachopfers zerbrechen, wie es steht. Ihr wollt keine Knochen daran zerbrechen. Also was steht hier geschrieben? Danke dir, gut gelesen. Steht in Exodus, im zweiten Buch Mosche, ihr dürft keine Knochen von dem Opfer Pesach brechen. Was will uns jetzt Rebbe Aaron Halevi von Barcelona sagen? Was fehlt uns noch? Dem Grund, was fehlt uns noch? Wir haben dem Gesetz. Gesetz, wir haben gesagt, in die schriftliche Tora, was steht geschrieben? Was? In die mündliche Tora, was steht geschrieben? Wie und warum? Okay, jetzt versuchen wir zu sehen, warum soll man den Knochen nicht brechen? Les weiter, aber ganz langsam und ganz deutlich, soll ich auch verstehen. Ein Grundgedanke dieser Mitzwa ist die Erinnerung an die Wunder von Ägypten, wie bei den anderen Mitzvot erwähnt wird. Stopp! Also die Grundgedanke von dieser Mitzwa soll man erinnern, Secher Liziat Mitzrayim. Also die Erinnerung, den Auszug von Ägypten, kommt bei jedem sehr häufig. Morgen legen wir Tfilin als Erinnerung, Auszug von Ägypten. Wir legen Mesuzah auf unsere Tor als Erinnerung, Auszug von Ägypten. Wir tragen Tzitzit als Erinnerung, Auszug von Ägypten. Wir sagen am Tag zweimal Schma Israel als Erinnerung, Auszug von Ägypten. Natürlich, wenn Gott gibt uns so einen Befehl, Knochen nicht zu zerbrechen, es ist als Erinnerung, Auszug von Ägypten. Aber was? Was ist da zu erinnern an dem Auszug von Ägypten, dass man keine Knochen bricht? Und warum braucht man so viele Erinnerungen zum Auszug von Ägypten? Les weiter, diese Mitzwa. Diese Mitzwa entspricht ebenfalls diesem Grundgedanken. Da es nicht der Ehre der Königssöhne und Ratgeber des Landes entspricht, Knochen abzuschaben und sie wie Hunde zu zerbrechen. Dieses Verhalten passt nur zu den hungrigen Armen des Volkes. Okay. Was steht hier geschrieben in anderen Wörtern? Es steht hier geschrieben etwas sehr interessant. Es ist keine Ehre zu einer Prinzessin und einem adligen Aristokrat zu benehmen, so wie ein Armer und so wie ein Bettler und so wie ein niedriger Mensch. Interessant, unser Volk ist nicht stolz, dass wir waren irgendwann Könige oder Adligen oder Aristokraten. Wir wissen, woher wir kommen. Woher kommen wir? Wir waren Knechten. Wir waren einfache Leute, Erniedrigte in Ägypten. Das heißt, wir wissen, woher wir kommen. Wir waren nichts. Wir waren null. Wir sind demütig. Wir wissen, dass we was nobody. Wir waren Knechten. Aber dann will uns Gott machen zum Königekinder, zum Prinzessin.
Und ein Prinz, wenn er isst Fleisch, hat er genug. Ein armer Mensch, der hat so wenig, isst er dem Fleisch mit den Knochen, so wie ein Hund. Aber ein Ben Melech, ein Sohn eines Königs, passt nicht, soll er essen, so wie hungrige Arme und wie Hunde. Es ist verständlich? Okay, weiter. Darum. Darum am Anfang unseres Hervortretens, das Kostbarste unter den Völkern zu werden, ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk zu werden. Jahr für Jahr zur selben Zeit. Es ist für uns angebracht, Handlungen auszuführen, welche die hohe Stufe widerspiegeln, die wir zu jener Stunde erreichen. Durch die Handlung und das Symbol trägt sich die Sache für ewig und unseren Segen ein. Okay, was sehen wir? Es gibt Handlungen und diese Handlungen bringen uns zum Vorstellungskraft. Und Handlungen und Vorstellungskraft werden genannt in die moderne Sprache Simulatie. Was ist Simulatie? Simulatie ist, anstatt zu geben, ein Pilot gleich ein Flugzeug. Was macht man? Man schickt ihn zum Wiesbaden oder zum Flughafen Frankfurt oder zu verschiedenen Plätzen und man gibt ihm ein Computerprogramm, soll er trainieren. Nachdem hat er viele Handlungen gemacht, später, nach vielen Handlungen, wird er Profi. Nach vielen Handlungen wird er ein guter Pilot. Deshalb, um uns zu machen, gute Juden und Gläubige und mit Wort handeln, will uns Gott machen viele Sachen von Handlungen. Weiter. Mein Sohn, versuche nicht auf meine Worte zu entgegnen, indem du sagst, warum würde uns Gott gelobt sei, er befehlen, all dies zur Erinnerung an jenes Wunder auszuführen. Die Sache würde sich wohl mit einem einzigen Andenken in unser Bewusstsein zeigen und nie aus dem Mund unserer Nachkommen schwinden. Denn nicht mit Weisheit würdest du mich deswegen kritisieren, sondern kindliches Denken würde dich bewegen, so zu sprechen. Okay, danke. Was sehen wir? Es gibt einen Gedanke von Jugendlichen, von Knaben und einen Gedanke von Erwachsenen. Junge Leute sind nicht bereit, Joch zu nehmen und Befehle zu machen, so wie sie sind. Die fragen immer, warum, wieso? Gib mir den Grund, warum soll ich das machen, warum ich? Also manchmal eine Mutter oder Papa sagen, ein Kind etwas zu tun. Anstatt soll er sagen, ja, was sagt er? Warum ich? Ich habe doch gestern gemacht. Warum nur ich? Warum muss ich es machen? Also man stellt noch Fragen. Und weil Rebbe Aaron Halevi von Barcelona war ein Lehrer von Knaben, er weiß, dass Jugendlichen sind nicht bereit, Handlungen zu machen. So einfach wie Armee, wie Soldaten. Die sind bereit, dass man sie zuerst erklärt, motiviert und so wie ein Kind, man gibt ihm Bonbons, wenn er macht die Handlung. Genau, er braucht auch verschiedene Bonbons, Lob, Ergebnisse. Er braucht etwas, damit soll er motiviert sein. Aber hier stellt sich die Frage, wieso braucht man beim Korban vom Pesach Handlungen zu machen und nicht zerbrechen die Knochen? Und jetzt kommt das, was ich will mit euch lernen heute. Mein Sohn, lese bitte laut und langsam. Ja. Mein Sohn, wenn du Verständnis hast, höre dies, neige dein Ohr und lausche. Ich werde dich lesen. Aus der Tosamen. Ich werde dich lehren. Ich werde dich lehren. Ja. Hast du doch gesagt? Habe ich gesagt. Ich habe gehört lesen. Okay. Ich werde dich lehren. Aus der Tosa und den Mitzvot Nutzen zu ziehen. Wisse, dass der Mensch von seinen Taten gelenkt wird, dass sein Herz und alle seine Gedanken immer von den Handlungen, mit denen er beschäftigt ist, beeinflusst werden, seien sie gut oder böse. Selbst wenn jemand in seinem Herzen vollkommen böse ist und das ganze Trachten, alle Gedanken seines Herzens den ganzen Tag lang schlecht sind, wird er, wenn er seinen Geist anspornt und seine ganze Bemühung und Beschäftigung mit Beharrlichkeit der Tosamen Mitzvot widmet, selbst wenn es nicht zur Ehre Gottes und aus seinen Beweggründen geschieht, zugleich zum Guten neigen und mit der Kraft seiner Taten den Bösen und Ziel bezwingen,
denn von den Handlungen wird das Herz gelenkt. Dankeschön. Dieser Artikel von Rabbi Aaron Halevi von Barcelona ist im Prinzip die größte und wichtigste Idee im jüdischen Glaube. Nach den Taten, nach den Handlungen kommt das Herzen. Das heißt, zuerst der Mensch tut etwas, macht etwas und danach liebt er es. Was heißt das? Ich sage das ganz einfach. Du bist nicht das, was du denkst und nicht das, was du sprichst, sondern das, was du tust. Wenn du nimmst ein guter Mensch, gut in Gedanken und gut im Reden und du gibst ihm, der König zwingt ihm, eine schlechte Arbeit zu machen, Menschen zu töten, Strafzettel zu geben auf die Straße, Polizist zu sein, Chirurg zu sein, schwere Arbeit. Irgendwann der gute Mensch durch die Taten wird ein nicht guter Mensch. Das heißt, egal wie gut ist er in sein Herzen, egal wie gut ist er in seine Gedanken, aber eine Arbeit, die verbunden mit schlechten Handlungen, der Mensch wird werden schlecht. Und genauso umgekehrt, ein schlechter Mensch, der wird ein guter, er wird sein ein in Waisenheim, oder eine schlechte Frau wird werden eine Hebamme, oder eine Frau wird bekommen ein Kind. In dem Moment, wenn sie beginnt in ihre Handlungen gut zu sein, sie wird werden gut. Was heißt das? Das heißt so. Wir haben Vater und wir haben Mutter. Wer liebt die Kinder zuerst? Vater oder Mutter? Warum Mutter? Ja, weil das Kind von der Mutter kommt das erst. Also es kommt aus dem Bauch. Was heißt das? In andere Wörter, was wir haben jetzt gemacht? Das ist ein Teil. Du sagst gut, aber fehlt mir noch die Idee von heute, ja? Die Handlung war zuerst. Sehr gut. Die Mama hat schon Taten und Handlungen gemacht. Welche Taten und Handlungen hat sie gemacht? 9 Monate hat sie Schmerzen. Es wird gegessen von ihren Märchknochen. Sie hat Übelkeit. Sie hat Kopfschmerzen. Und sie läuft die ganze Zeit mit extra 9 Kilo. Mit so einem Bauch. Sie kann kaum atmen. Sie schwitzt. Im Bett kann sie nicht schlafen auf alle Seiten. Das heißt, sie beginnt schon mit ihrer Schwangerschaft zu geben. Das heißt, nach die Handlungen, nach die Taten, kommen das Herzens. Das heißt, die Mutter zuerst tut, macht und erst später liebt sie ihr Kind. Was passiert, wenn eine nimmt einen Hund, der hat gefunden einen Hund, und dieser Hund war armlos und er hat ihn genommen nach Hause und er hat gegeben dem Hund Essen und Trinken jahrelang. Was passiert zum Schluss? Ja, er wird gut. Also der Hund, welche Beziehung hat man zum Hund? Man mag den Hund. Man mag den Hund. Warum mag man den Hund? Was hat er gemacht? Es gibt Millionen Hunde in der Welt, die ich nicht mag. Warum mag man diesen Hund? Weil man für ihn gesorgt hat. Weil hat man für ihn Handlungen und Taten gemacht. Wenn jemand adoptiert ein Kind jetzt von Nepal, von Kathmandu, ich kenne einen frommen Mann. Wie Brad Pitt? Nein, ich kenne, was ist? Nein, ich meinte wie Brad Pitt, der hat doch auch so Kinder adoptiert. Brad Pitt? Ja. Ich habe nie gehört den Namen. Wo ist er? Brad Pitt ist so ein Schauspieler, der hat auch so 3 Kinder adoptiert aus, glaube ich, Nepal. Okay, das ist sehr schön, wenn Brad Pitt hat Kinder adoptiert, ist ein großer Mitzvah. Er hat 3 Kinder. Sehr gut, also wenn er hat 3 Kinder und er liebt sie bestimmt. Nein, er hat seine eigenen 3 Kinder und 3 Kinder, die... Aber die Kinder, der hat genommen, liebt er auch? Ja. Genau. Warum liebt er sie? Weil er erstmal für sie so gesorgt hat und so. Das heißt, was war zuerst? Zuerst Liebe oder zuerst gegeben? Die Taten. Oh, sehr gut, zuerst hat er gegeben. Ich kenne einen Mann, der wohnt in Nepal, der hat gefunden ein Baby in Mülleimer.
In Müll. Ja, wirklich. In so einem Berg von Müll. Die haben genommen, irgendein Kind, irgendeine Mama hat bekommen ihre Kind, sie hat ihn weggeworfen. Und ein Aid, der heißt Chesky Lifschitz, er ist Shaliach in Nepal, in Kathmandu, der hat genommen das Baby und er hat gesagt, ich habe gehört von ihm in einem Interview, dass er liebt dieses Kind genauso wie sein eigenes Kind. Glaubt ihr? Ja. Warum glaubt ihr? Weil er hat für das kleine Kind gegeben. Also kommt Rabbi Aaron Alevi von Barcelona und er sagt, du sollst wissen. Im Judentum gibt es eine Regel. Acharei peulot nimshachim alevavot. Nach den Handlungen kommt das Liebe. Nach den Taten kommt das Liebe. Zuerst machen und dann kommt die Liebe. Okay, gehen wir weiter. Jetzt geben wir ein Beispiel von Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Rabbi Moshe ben Maimon sagt, dass wenn einer hat zu spenden 1000 goldene Münzen und er hat zwei Möglichkeiten, oder die 1000 goldene Münzen auf einmal geben oder jeden Tag eine goldene Münze zu geben. Was glaubt ihr ist besser? Einmal 1000 oder jeden Tag eine? Jeden Tag eine, weil somit macht er ganz viele Handlungen und kriegt am Ende ganz viel Herz. Sehr gut, du hast genau verstanden, was ich heute sagen will. Schkoyach, Yafemod, Respekt. Er sagt, wenn ein Mensch hat plötzlich gutes Herz und er hat gute Laune, er hat gespendet sehr viel, später kann sein, dass sein Herz wird verhärtet. Einmal hat er gehabt gute Laune, er war gut drauf, hat man ihm Ehre gegeben oder er war angetan. Beim nächsten Mal, wo er ist nicht angetan oder jemand hat ihm eine krumme Nase gemacht, spendet er nicht mehr. Sag mal, Maimonides, deine Großzügigkeit, deine Liebe, deine Herzlichkeit soll nicht verbunden sein mit dem anderen. Du sollst sein ein Guter und trainiere die ganze Zeit gut zu sein. Warum? Weil wenn ein Mensch ist gut und er trainiert schlecht zu sein, er hat eine schlechte Aufgabe, was passiert mit ihm zu Schluss? Er wird auch schlecht. Er wird auch schlecht. Und wenn du nimmst, was passiert, wenn ein gutes Kind geht mit schlechten Freunden und die Freunde sagen ihm eine Zigarette, eine und am nächsten Tag zweite Zigarette. Ein gutes Kind, gute Mischproche, gute Familie. Ja? Man sagt auch im Judentum, zeig mir, wer deine Freunde sind, Sehr gut, zeig mir, wer sind deine Freunde, sag ich dir, wer du bist. Warum? Weil der Mensch nach seinen Handlungen und seinen Taten wird sehr schnell beeinflusst. Und deshalb, viele Sachen haben zu tun mit den Handlungen und mit den Taten. Wenn einer als Kind hat gegessen gesund, liebt er gesundes Essen. Er liebt es, er weiß nicht anders. Er gewohnt dazu. Und er hat gelernt, das zu lieben. Wenn einer hat gelernt zu lieben und gesunde Sachen, dann ist er sein ganzes Leben, bis er nicht vernünftig wird, kann auch einen Fehler machen. Okay. Also was haben wir angesehen bis jetzt? Wir haben begonnen mit einer Frage von Jakob und Esav. Wo wohnt Jakob? Im Jakob wohnt im Zelt. Im Zelt, zu Hause, der sitzt und lernt. Was macht Esav? Er jagt auf dem Feld. Das heißt, weil Esav jagt auf dem Feld, ist er geworden ein Kriminell, ein Negativer, ein Rumläufiger, ein Lediger, ein Proster, ein Reuter. Er war ein Jäger, er war einer, der die ganze Zeit kann nicht sitzen auf dem Platz. Und weil er nicht sitzt auf dem Platz, jagt er und er wird ein böser Mensch. Jakob, der sitzt und lernt und er lernt und er lernt und mit dem Essen kommt dem Appetit. Was passiert, wenn ein Kind hat keine Lust zu lesen? Glaubt ihr, meine Kinder sind geboren mit Lust zu lesen? Sage ich euch, nein. Die sind normale Kinder und ein Kind normal will nicht lernen. Und ein Beweis steht geschrieben, dass am Freitagabend, wenn es gibt eine Lampe, und es wird gelöscht, sagt
Die Halacha, kein Problem, die Kinder werden ihm nicht sagen, das ist heute Schabbat. Sie werden lassen die Lampe los. Sie wollen Dunkelheit, sie wollen nicht lernen. Die freuen sich, wenn der Lehrer ist krank. Heute in Jerusalem soll schneien, Schnee gehen. Und gestern hat man gesagt, es soll geben heute keine Schule. Alle Schüler waren heute enttäuscht, wieso das Wetter war gut. Das heißt, ein normales Kind will nicht lernen. Aber wenn ein Kind liest und lernt, und er liest und lernt und lernt und lernt, irgendwann liebt er das. Einer von meinen Kindern, habe ich ihn immer gezwungen, soll er Geige spielen. Er wollte nicht. Noch eine Stunde und noch eine Stunde. Und es kostet Geld und Zeit. Und immer habe ich ihn gezwungen, ohne seinen Wille. Viele Jahre sind vorbei. Einmal kommt er nach Hause, ich sage nichts. Der geht alleine zu seinem Zimmer, er holt seinen Geiger und er hat 2 Stunden von alleine gespielt. Das hat mich so berührt, das war so Geschmack. Warum? Weil mit dem Essen kommt der Appetit. Durch die Handlung, durch dem, dass du siehst, dass du machst etwas gut, das bringt dir mehr Motivation, mehr zu machen. Und deshalb, Jakob war zu Hause und gelernt, der hat geliebt zu lernen. Und Esau hat rumgelaufen, der hat geliebt rumzulaufen. Danach haben wir gegeben ein Beispiel von Rabbi Aaron Halevi von Barcelona. Warum soll man die Knochen am Pesachabend nicht brechen und nicht schmuschken und nicht essen so komisch? Warum nicht? Ja? Wer will sagen? Wenn man es einmal getan hat, liebt man es. Weil? Dann liebt man nicht vielleicht. Genau, wenn einer beginnt, so die Knochen zu essen, dann kommt er in ein Niveau vom Hund, vom Arm. Die Handlung wird ihn bringen zu einem Niveau, was passt nicht. Es passt nicht, so zu beginnen zu handeln. Und dann haben wir gesagt, ein Beispiel, wenn einer ist gezwungen zum König zu machen eine nicht gute Arbeit, er wird sein nicht gut. Und wenn einer ist gezwungen zu tun eine gute Arbeit, er wird werden ein guter Mensch. Deshalb finde ich jetzt sehr gut, dass manche Kinder machen Praktikum, sie helfen in andere Plätze. In dem Moment, wo sie handeln was Gutes, werden sie gute Menschen. Automatisch, das ist sehr, sehr gut. Okay, gehen wir weiter. Am Schabbat, es ist verboten zu laufen. Am Schabbat soll man gehen. Was passiert aber, wenn eine lauft gerne. Er ist schon ein Freak. Freak? Freak. Freak? Lauffreak. Besoffener. Jeden Tag, er braucht im Kopf solche Flüssigkeit. Und wenn er läuft, kriegt er diese Energie. Kommt Schabbes und er will auch laufen. Was soll er machen? Steht geschrieben, er kann gerne laufen zum Synagoge. Kein Problem, wenn er wohnt in Höchst oder in Sachsenhausen. Du willst laufen am Schabbat? Bitte schön, lauf zum Synagoge. Warum? Weil wenn er läuft zum Synagoge, das Laufen wird ihm bringen Lust zum Gehen beten. Aber wenn er geht von der Synagoge nach Hause, darf er laufen oder nicht? Warum nein? Weil er dann Spaß daran hat. Weil da hat er dem Lust, nach Hause zu gehen. Kommt Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, der ist in Italien war ein großer Rabbi und auch eine kurze Zeit hier in Frankfurt war er Rabbiner, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Er hat auch heilige Schriften geschrieben. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto gesagt, wie weißt du, ob ein Mensch ist glücklich von etwas oder nicht? Ob er das schnell macht oder langsam? Wie steht auf ein Kind, wenn er muss zur Schule gehen? Noch 5 Minuten, lass mich. Was passiert, wenn es gibt 3 Tage Reise und die Reise geht raus, muss man schon im Bahnhof sein um 5 Uhr morgens. Von wann ist er schon fleißig? Er schläft nicht. Warum schläft er nicht? Weil interessiert ihn. Weil es ist ihm wichtig. Das heißt, das, was der Mensch will, das läuft er. Was heißt das? Wie sagt man in Hebräisch Wille?
Rotze, ich will. Wie sagt man laufen? Larutz. Lalechet ist gehen. Steht geschrieben, wie weiß man, ob ein Mensch will oder will nicht? Im ata rotze, ata ratz. Also wenn du willst, dann rennst du. Aber es geht umgekehrt. Wenn du rennst, dann willst du. Und diesen Tipp will ich euch heute schenken. Es geht nicht zuerst wollen und dann rennen, sondern zuerst rennen und dann wollen. Und jeder, der sitzt hier in die Klasse, weiß, es war viele Sachen am Leben, wo am Anfang war es kein Geschmack. Aber in dem Moment, du hast gemacht mehr und mehr und mehr, irgendwann hast du dran Freude, Spaß, Vergnügen, Genugtuung. Du bist damit glücklich mit das, was du tust. Okay, gehen wir weiter. Was passiert, wenn eine kommt zu einer Hochzeit? Hochzeit ist eine Chatuna. Welche Laune braucht man in Hochzeit? Nun, sag. Eine gute Laune. Jetzt sag mir bitte, was bedeutet gute Laune? Wie sieht's aus, gute Laune? Lächeln. Zuerst lächeln, lachen. Jetzt frage ich euch, was kommt zuerst? Zuerst gute Laune und dann lachen? Oder zuerst lachen und dann gute Laune? Zuerst lachen und dann gute Laune. Okay, sehr gut verstanden. Das heißt, zu meiner Laune kann ich nicht immer manipulieren. Geht nicht. Manchmal, ich bin ein Mensch, meine Sonne ist nicht so hell. Ich habe Wolken, ich habe Nebel. Ich kann nicht steuern meine Gefühle. Ich bin ein normaler Mensch. Aber ob zu lachen oder nicht, liegt an mir. Und auch wenn am Anfang mein Lachen ist nicht echt, und auch wenn mein Anfang mein Lachen ist unehrlich, aber es ist besser eine falsche Frieden als ein wahrer Krieg. Es ist besser eine falsche Lachen als ein wahre saure Gesicht. Weil von wahre saure Gesicht wirst du bleiben schlecht gelaunt. Und von einem falschen Lachen, irgendwann wird das auch kleben. Noch ein Lachen, noch ein Lachen, noch ein Lachen. Zum Schluss wirst du bekommen eine gute Laune. Deshalb, wenn du gehst zu der Hochzeit, musst du zu allen Leuten lachen. Mazal tov, Mazal tov. Und interessant, habt ihr bemerkt, man kommt bei der Hochzeit mit der Kamera zu den Tischen. Stimmt? Was macht man in der Hochzeit? Man kommt mit der Kamera zu den Tischen. Was passiert, wenn die Kamera kommt zu dir und du bist jetzt beim Teller beim Essen? Was machst du? Gleich lachen. Lachen? Genau, also du lässt das runter und du guckst in die Kamera und sagst, hä, Mazal tov, Mazal tov. Und interessant, alle Menschen irgendwie, wenn man sie fotografiert, Smiley, Smiley, sag Matza, sag Beiza, sag Tschüss, Tschüss. Also jeder versucht irgend so Wörter, um zu lachen. Ist das echt oder nicht? Ja. Wenn man lacht und lacht und lacht, irgendwann kommt die echte Lachen raus. Was macht man noch in einer Hochzeit, um gute Laune zu haben? Man tanzt. Man tanzt. Sehr gut. Ich gebe euch eine Regel heute, ihr werdet ganzes Leben für diese Regel danken. Wenn ihr habt keine Laune zu tanzen, tanzt, dann bekommt ihr gute Laune zu tanzen. Eine einfache Regel. Niemand hat eine gute Laune zu tanzen. Mit dem Tanzen kommt die gute Laune zu tanzen. Das heißt, wenn einer sitzt bei der Hochzeit so ohne Interesse, der hat einen schwierigen Tag, bis du redest mit ihm, die Hochzeit wird vorbeigehen. Das ganze Leben geht doch vorbei, schnell, bis man die Sache bearbeitet und redet. Ess was Gutes, lach ein bisschen, mach schöne Kleider, steh auf und tanzt. Trink ein Gläschen Lechaim, Heide Mazal Tov, Simchat Torah, Mazal Tov. Also steh auf und tanz. Wirst du sehen, die Musik wird dir eine gute Laune geben. Warum? Weil nach den Taten, nach den Handlungen, kommt das Herzen. Das Herz wird dir nicht bringen zum Lachen. Dein Herz wird dir nicht bringen zum Tanzen. Dein Herz wird dir nicht bringen zum Essen. Aber was wird beginnen? Ich gebe euch ein Beispiel. Habt ihr schon gesehen, eine, der schlecht gelaunt oder fühlt sich nicht gut? Sagen wir, eine fühlt sich nicht gut. Liegt im Bett und man sagt, willst du was essen? Nee.
Kein Appetit. Willst du was essen? Nein, fühle ich mich nicht so gut. Was macht eine gute Mama? Eine gute Mama kommt mit einer tollen, schmackhaften Speise mit Suppe und sie sagt ihrem Kind, was sagt sie ihm? Soll er essen oder soll er probieren? Probieren. Probieren. Hab ich doch nicht gesehen, eine Mama, die sagt ihrem Kind, ess den Teller. Er wird nicht essen. Er hat doch gesagt, er will nicht essen. Er hat abgesagt, er hat abgelehnt das Essen. Was sagt man zu der Kranke oder zu der schlecht gelaune? Bitte ess ein Löffel, zwei Löffel. Nun, gut, sehr gut. Und so noch ein Löffel, mit dem Essen kommt der Appetit. Was heißt das? Wir sehen etwas sehr interessant. Manchmal ein Mensch hat gegessen eine ganze Mahlzeit. Puh, ist er voll. Er ist voll. Und dann zum Schluss, nachdem man sagt, willst du noch eine Portion? Sagt er, nein, danke, voll. Und dann bringt man zum Tisch Vanilleeis mit Erdbeersorbet, mit Schokolade Soufflé, heiß. So ganz, er sieht, wie die Schokolade geht von allen Seiten. Nun sagt er, ich werde probieren, ich bin voll, aber ich werde probieren. Und dann nimmt er ein bisschen und die liebe Gott macht die Magen wie eine Wunder beim Auszug von Ägypten. Früher war nicht Platz und dann, Gott sei Dank, findet Platz. Und dann bringt man zum Tisch eine kalte Ginger Ale zu trinken. Und er liebt Ginger Ale. Und er macht ein Glas und er trinkt. Und weil es ist Sommer, bringt man zum Schluss kalte Wassermelone, süße, ohne Kreten, ohne Kerne. Ohne Kerne. Und da passiert noch ein Wunder. Nachdem der Auszug von Ägypten war Platz in die Magen, der Ribbono shel Olam macht ein Wunder und es gibt auch Platz zu Wassermelone. Und dann zum Schluss bringt man zum Tisch ein bisschen Cashewnüsse und ein bisschen gezuckerte Mandeln und blieb ein Arar. Er probiert davon und davon. Was ist passiert? Mit dem Essen kommt dem Appetit. So hat Hashem gemacht, dass wenn ein Mensch handelt, wenn ein Mensch tut, kriegt er Appetit. Jetzt, wenn ein Mensch ist fett und dick, er ist fett und dick, weil er hat großen Appetit, oder er ist fett und dick, weil viel isst? Was glaubt ihr? Weil er großen Appetit hat? Nein. Jeder Mensch hat großen Appetit. Aber nicht jeder Mensch isst alles. Der isst und mit dem Essen wird er groß. Was soll er machen? Eins, soll er nicht versuchen, anders sein, so wie er ist. Das ist der erste große Fehler von Menschen. Manche Leute, Gott hat geschafft groß und manche Leute, Gott hat geschafft klein. Es liegt nicht an das, was du isst, es liegt an deinen Handlungen und Taten. Wenn du dich genug bewegst, wenn du dich genug rennst, dann bist du gesund. Ja, habt ihr schon gesehen, Elefant? Elefant ist groß, sie kann etwas machen. Kann ein Elefant so dünn sein wie eine Zebra? Nein, Zebra ist Zebra. Elefant ist Elefant. Und jeder muss essen, genauso wie Hashem hat ihm geschafft, soll er essen. Aber jeder muss bewegen. Das liegt schon an seinen Taten. Wie viele Handlungen und Taten soll er machen? Gut. Ich gehe weiter und jetzt erzähle ich eine Geschichte. Es war ein besonderer Mensch, ein großer Sänger und ein super feiner Mensch, Rav Shlomo Karlibach. Der hat sehr viele Lieder gemacht und auch jetzt Kabbalat Shabbat, was wir beten, gibt es viele Lieder von ihm. Einmal war er in Tel Aviv und er sieht früh morgen ein älterer Jid putzt die Straße. Aber ganz glücklich, mit einer großen Ausstrahlung, fragt er den Jid, wie ist dein Job? Sagt er, sehr gut, ich putze Eretz Israel, ich putze Tel Aviv, freut mich, was Gutes zu tun. Sagt er, von wo kommst du? Sagt er, von Piesnica. Sagt er, Shlomo Karlibach, von Piesnica? Dort war mein Rebbe, Reb Kalman Klonimus von Piesnica. Kennst du ihn? Sagt er, was heißt ich kenne? Ich habe bei ihm gelernt. Oh, Rav Shlomo Karlibach war total aufgeregt. Du warst bei Reb Kalman Kloinimus von Piesnica? Der Rebbe von Piesnica hat sehr viel geschrieben über
Vorstellungskraft-Methode, also dass der Mensch sich mit seiner Fantasie und mit seiner Kraft kann bewirken Sachen. Und sagt, was hast du gelernt bei deinem Rebbe? Er hat gesagt, ich habe gelernt bei meinem Rebbe, ich zitiere, die wichtigste Sachen am Leben ist zu tun gut. Also wozu der Mensch ist in dieser Welt? Um Gutes zu tun. Und von wo hat der Piesnitzer Rebbe hat das gelernt? Von der Baal Shem Tov. Der Baal Shem Tov hat gesagt, der Mensch kommt in diese Welt 70, 80 Jahre, um manchmal eine Teufel, eine gute Tat zu machen, einem Mensch. Das heißt, ein Mensch kann leben hier 70, 80 Jahre und einmal hat er gemacht einen guten Tat, das ist seine ganze Aufgabe in dieser Welt. Er hat geholfen, eine Frau die Straße zu überqueren oder der Buschauffeur hat gesehen, einer läuft in den letzten Moment und er hat nicht in sein Gesicht die Tür geschlossen, weil so ist die Regel. Und wenn es war deine Tochter, hättest du auch gesagt, so ist das Regel. Plötzlich bist du so ein Zadig. Ein Mensch läuft, warte noch eine Sekunde, er kommt rein. Das heißt, wenn einer ist zu streng, wird man mit ihm auch streng sein. Das heißt, der Mensch kommt in diese Welt, um eine gute Tat zu tun. Jetzt kommt eine Geschichte. Können wir kurz Pause machen? Noch 5 Minuten. Okay. Dann bin ich der erste Sache geregelt. Es war eine Frau, wo sie hat immer ihren Mann gequält und geschmerzt. Wenn der Mann wollte essen Linsensuppe, hat sie ihm gemacht Borscht. Wissen Sie, was ist Borscht? Wie sagt man Borscht auf Deutsch? Bleibt so. Saure Suppe. Nein? Nur von roten Beeten und so. Okay. Borscht. Machen wir so. Werner hat gesagt, seine Frau, er will Linsensuppe. Was hat sie gemacht? Borscht. Werner hat gesagt, seine Frau, er will Borscht. Was hat sie ihm gemacht? Linsensuppe. So war das immer. Sein Name von dieser Rabbi war Rav. Und der Kind, Chia, es hat ihm geärgert, wieso Mama zeppet sich die ganze Zeit der Papa. Der Papa will doch Borscht. Und sie macht ihm Linsensuppe. Dann einmal sagt Rav, sag bitte zu Mama, ich will Borscht. Der Junge hat verstanden, dass wenn er sagt, Mama jetzt, Papa will Borscht, was bekommt er? Linsensuppe. Er kommt zu Mama und sagt, Mama, Papa will Linsensuppe. Und dann, was hat sie gemacht? Borscht. Und so immer, wenn Rav hat geschickt seinen Sohn Chia, er ist immer gekommen zu Mama und er hat gedreht. Gedreht heißt gelogen. Nach einer kurzen Zeit sagt der Papa Rav zu seinem Sohn Chia, oh, Mama hat sich so gut geändert. Mama ist geworden ein anderer Mensch. Früher, was habe ich gesagt? Sie hat gemacht umgekehrt. Jetzt, was ich sage, macht sie genauso. Der Chia lacht, sagt er, Papa, Mama hat sich nicht geändert, sie dreht weiter. Aber ich drehe Mama. Also ich drehe Mama, was du willst. Und dann macht sie das, was du willst. Also ich bin der Dreher. Sagt er, du darfst das nicht machen. Du misch nicht rein. Warum? Weil wenn du beginnst zu lügen, wird man ein Lügner. Ist egal, was ist der Grund. Wenn einer trainiert zu lügen, wird er ein Lügner. Und deshalb soll man das nicht machen. Es gibt am Pesach bei manchen Familien, dass man klaut die Afikoman. Habt ihr schon gehört, diese Geschichte? Dass manche am Pesachabend kommen zum Papa und klauen die Afikoman. Sind gekommen die Admurim von Chassidim und sie haben gesagt, nein, soll man das nicht klauen. Alle Kinder sollen bekommen Geschenke, kein Problem, aber ohne klauen. Warum? Weil wenn ein Mensch versteht, dass er kann etwas bekommen durch Klauen, was wird passieren mit ihm? Er wird weiter klauen. Jetzt stelle ich euch eine Frage und wenn ihr das gut beantwortet, gehen wir zum Pause. Warum eigentlich soll man nicht klauen? Warum? Weil es in den 10 Gebote steht. Es steht aber vieles. Steht auch, du sollst ehren deinen Vater. Steht auch, soll man den Schabbat halten, 100%. Genauso wie es steht, du sollst nicht klauen. Ja, aber viele Leute halten nicht Schabbat. Was ist so schlimm mit klauen? Wenn man anfängt zu klauen, dann gewöhnt man sich dran, macht das immer wieder.
Und was ist so schlimm dran? Moment, weiter. Was ist schlimm zu klauen? Weil es Verbot verstehe ich. Ich frage ihn die Grundgedanke, warum es ist verboten zu klauen. Bitte. Weil es kann dazu führen, dass der Mensch schlecht wird und es kann auch bringen zum Töten. Und wenn einer ist ein edler Ganne, ein edler Dieb, und er wird nicht töten, er wird nur klauen, eine Dose Sprite und einen Ball von der Schule und ein Kuli von einem Freund. Kleine Sachen, nicht so Verbrecher. Ja, bitte? Damit schadet der anderen Menschen. Er schadet der anderen Menschen. Und was passiert, wenn der andere Menschen sind so reich wie... Wie heißt er, deine Fan? Brad Pitt. Wenn er ist so reich, Brad Pitt, der hat eine Wohnung von 50 Zimmern. Und du nimmst von seiner Wohnung einen Ball, einen Apfel. Der ist ein Millionär und du nimmst von ihm einen Kuli. Was ist so schlimm? Du machst keine Schaden. Ja? Weil man dann so wie ein Parasit lebt, man lebt auf die Kosten von anderen. Nur aber die anderen haben genug. Ja, nee, ich meine, aber dann lebt man halt mit dem Gefühl weiter, dass man von jemandem anderen etwas genommen hat. Und was ist so schlecht? Was ist schlecht zu klauen, frage ich euch. Wenn man vielleicht jemand von was Armen klaut, dann hat der noch weniger und das ist dann für ihn auch... Nee, der hat jede Menge, glaub mir, viel zu viel. Es wird geworfen später. Der hat so viel, du gehst und du nimmst nur eine Brötchen. Später wirft man sowieso viele Brötchen rüber. Ich habe nur eine geklaut vorher. Was ist so schlimm dran, bitte? Also die Sache ist, dass man, wenn man klaut, also man sagt, dass man keine Angst vor den Menschen hat, und auch nicht vor Gott, weil der sieht dich ja die ganze Zeit. Und wenn du glaubst, dann sagst du, ja, der sieht mich. Und? Was ist so schlimm dran? Weil Gott ist der Erschaffer. Und? Aber der hat viel und ich habe wenig. Und es fehlt mir. Und ich habe genommen von dem anderen. Dann gibt das Gerechtigkeit. Ja? Ja, es ist unwahr und man hat nichts dafür getan. Noch einmal. Es ist unwahr und man hat nichts dafür getan. Es ist unwahr und hat man nichts dafür getan. Doch, hat man gestanden in der Mitternacht. Ist gegangen zu seiner Wohnung, hat mir die Fenster aufgemacht, hat man gesucht in die ganze Wohnung Geld und er hat so viele Millionen und du hast genommen, ein paar hundert, was ist so schlimm dran? Keine richtige Arbeit. Es ist keine richtige Arbeit. Es ist leichter als irgendwie einen Job zu suchen oder so und selbst dadurch das Geld zu verdienen. Du beginnst schon meine Wille zu beantworten. Sag noch einmal, was hast du gesagt? Also, es gibt zwei Wege. Einmal gibt es den schwierigen Weg und einmal gibt es eine Abkürzung. Super. Dieses Wort abkürzen, das wollte ich hören. Danke dir. Das ist genau die Antwort. Ein Ganev sucht einen kurzen Weg. In dieser Welt gibt es keine kurzen Wege. Jeder kurze Weg wird später nachgeholt. Weißt du, was ist kurze Wege? Wenn beim Arbeit einer guckt bei dem anderen, das ist klauen. Das ist kurzer Weg. Mach das. Du kannst vielleicht auch im Test machen. Du kannst auch Abitur machen. Du kannst auch ein Doktor werden. Kein Problem. Irgendwann im Leben, du wirst diesen kurzen Weg bezahlen. Und wie? Es gibt keine kurzen Wege. In dieser Welt, einer, der will erfolgreich sein, er muss an die Grundlage gehen. Deshalb die Handlungen sind die wichtigsten, um in den langen Weg zu gehen. Verständlich? Wo haben wir mit dem Zeit? Halb sechs. Dann machen wir 5 Minuten Pause. Ja, mach raus.